Ja, das hat echt nix gebracht. Muss hier irgendwas passieren oder so? Nehmen wir mal Kontrollpult. Pfoten weg. Ja, das ist, Ansehen. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, beginnt man Buchstaben darin zu erkennen. Buchstaben? Wo sind denn da Buchstaben? Okay, schauen wir uns die mal lange genug an. So, das war dann auch lange genug. nein, ich wollte nur eben schnell was trinken. Aber ich sehe wirklich nichts auf den Monitoren. Wirklich nichts. Null. Ja, aber ich sehe keine Buchstaben. Ich weiß nicht, seht ihr Buchstaben? Ich habe echt keine Ahnung. Oder, ich habe da jetzt mal wieder eine ganz tolle Blitzidee. Vielleicht müssen die Buchstaben aus den Monitoren sein. Also, was ich meine, dass... aber welche Buchstaben könnten das sein? Also, dass die Monitore einen Buchstaben bilden. Wie zum Beispiel, was weiß ich, ein Z, ein U, ein K oder so. Obwohl... Aber was könnte man hier draus... Das muss ich mal überlegen. Was könnte man denn weglassen? Also hier könnte man, wenn man hier und hier, was ist denn das überhaupt für ein Raum? Ach, das ist der Aktenraum. Ach nee, das ist... Aber dann gibt das ein U. Ein U. Ein U. Oder... Ja, und das hier, was ist das? Ein Wo? Oder was soll das? Nee, das passt nicht. Das ist doch... Wo? Wo? Das ist doch... Nee, das ist doch Quatsch. Was ist das für ein Raum? Kann ich gerade irgendwie nicht erkennen. Ich bin gerade echt überfragt. Aber dann müsste der Raum, also wenn, ist es jetzt ein U oder ist es, ach Moment, warte mal. Ah, ich glaube, ich komme dahinter. Der feine Herr muss ja auf Toilette, dann könnte das hier ein W sein und das hier, wenn wir das hier ausmachen, ein C. Jetzt ist die Frage, müssen wir beide Räume ausmachen oder nur den hier oben, um ein W zu bilden hier? Aber was ist das für ein Raum? Ich glaube, das ist der, wo der Dino-Mann drin ist, oder? Also ich würde sagen, wir probieren das mal aus. Okay, das ist jetzt rein intuitiv. Mann, ich bin heute gut, ich habe echt einen Lauf. Das glaubt mir kein Schwein. Okay, dann wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Wo war es nochmal? Ich war doch gerade drin, oder? Ich werde alt. Ich werde eindeutig zu alt dafür. Okay. Dann machen wir das mal so. So. Wir gehen hier runter. Runter. Schön. Dann wieder runter. Ja, immer kommentieren, wo man lang geht, damit jeder weiß, wo ich lang gehe. Dann da lang. Und dann gehen wir hier runter. Wunderschön.
Ja. Und dann, dann hier lang. Und dann machen wir wieder eine wunderschöne Wäschelift-Tour. Die 11:30. Das sieht gefährlich aus. Ach was. Egal. Wird einfach gemacht. Egal, ob es gefährlich aussieht. So, ja. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, ich habe mal diese Stille ein bisschen ausgenutzt, die wunderschöne Musik. Hallo! Guten Tag. Wir gehen mal zum Dino-Mann. Wir machen das jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt als erstes mal zum Dino-Mann und ich wusste gar nicht, dass man da überhaupt das Licht ausmachen kann. Aber egal. Ist egal. Los! Dann gehen wir hier lang. Dann machen wir hier einfach mal das Licht aus. So, das Licht ist aus. Dann gehen wir... dann gehen wir jetzt wieder Richtung Wäschelift. Und... Hallo. Also manchmal will der nicht so, wie ich will, ne? Das ist... Da klickt man 80 Mal und nichts passiert. Aber egal, so. Hallo! Guten Tag. Ah, ich liebe es, Entschuldigung. Ich liebe es einfach. So, dann waren wir wieder eine Runde Wäschelift. Und dass dir nicht langweilig ist, ich weiß auch nicht, ne? Also irgendwie... Der Herr Mantel. Da kommt der nächste Ausgang. So, jetzt machen wir hier das Licht aus. Na los. Gleichzeitig ganz in der Nähe. Ah, hahaha. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. Ja, das war jetzt sehr schön. So, jetzt frage ich mich... Und los geht's. Ja, wie kommen wir jetzt aber an den Schlüssel? Das ist jetzt die große Frage. Wir brauchen den Schlüssel. Können wir denn jetzt... Na, wir schauen, wir gehen jetzt erstmal... Da kommt der nächste Ausgang. Ja, wir wissen Bescheid. Genau, hier runter. Dann hier hoch. Man hätte sich den Weg auch nicht umständlicher machen können. Dann geht's wieder hier hoch. Und dann hier lang. Ja, ich kommentiere alles. Das gehört dazu. Ist ein Let's Play. Das gehört dazu. Alles muss kommentiert werden. Alles. Alles. Und ja. Und dann geht's hier hoch. Und noch eins hoch. Und okay, der ist jetzt... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Gehen wir mal hier rein und mal schauen, ob hier irgendwas passiert. Ah, Moment. Okay. Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Abgemacht. Ihr seid Patt und Patterchen, würde ich sagen. Okay, jetzt haben wir den Abdruck. Jetzt brauchen wir nur noch die Münze.
Aber wie kommen wir an die Münze? Wie kommen wir an die Münze? Das ist jetzt die große Frage. Also wir müssen irgendwie auf diesen Stuhl. Ja. Keine Ahnung. So, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge oder gleich oder wie auch immer. Ihr wisst ja, wie es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Natürlich auch wunderschöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Je nachdem, wann diese Folge jetzt hier rauskommt. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ja, in diesem Sinne, gehabt euch wohl, liebe Freunde. Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Edna bricht aus. Jetzt fiel mir das Spiel nicht ein. Ja, ich wünsche euch natürlich erstmal ein frohes neues Jahr. Ne? Auch wenn das Jahr vielleicht jetzt schon, ja, knapp über eine Woche, ne? So halt, wie das halt so ist. Ach, die Musik fängt auch an. Schön, wunderschön, wunderschön, gut. Dann, ja, es ist jetzt natürlich schon ein paar Wochen her, wo ich zuletzt gespielt habe. Daher musste ich ein wenig lunzen. Und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, weil sonst hätten wir hier uns wieder dumm und dämlich gesucht. Und das wäre ja nun auch nicht so schön gewesen. Okay, also. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst einmal. Das Schlimme ist, ich habe eben geguckt und ich habe schon wieder keine Ahnung. Nein, ich weiß jetzt, wo wir hingehen, keine Angst. Und zwar gehen wir jetzt, logischerweise, wir haben ja uns den Schlüsselabdruck eben geholt. Und von daher gehen wir jetzt an einen Ort, nein, wir gehen jetzt erstmal woanders hin. Das habe ich nämlich gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich das gelesen habe. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt schon geht. Hallo? Okay. Dazu lassen wir uns aber erst einmal erwischen. Oh oh. Hey! Dir ist nicht erlaubt, hier frei rumzulaufen. Ich bin schon weg. Nicht so schnell, kleines Fräulein hier, nicht? Alarm! Patient! Was ist los, Mann? Was gibt's? Na, was ist wohl? Eine entflohene Patientin! Wo sind denn die anderen? Sind Stiesel und Holger nicht da? Müsstest du das nicht wissen? Ich sitze den ganzen Tag hier. Ich bekomme nicht mit, was sonst noch so versteht. Aber offensichtlich steht ja die ganze Bude kommt, seitdem der Doktor weg ist. Ich bin so geil, wie er redet, Entschuldigung. Aber das ist einfach Hammer. Ich hatte noch nie einen Flüchtling. Hatata. Ist ja schon gut. Ich sperre sie einfach zu den anderen. So verkehrt wird das schon nicht sein. So. Und hier bleibst du, bis der Doktor wieder da ist. Ja, ich hoffe, ihr seid mir... Das habe ich wohl vermasselt. Ja. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ihr seid mir nicht böse. Das fängt schon wieder gut an mit meinem Deutsch. Also furchtbar mit meinem Deutsch die letzte Zeit. Das ist ja furchtbar. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich ein bisschen in die Laberei reingequatscht habe. Aber ich glaube, wir haben das schon zum 3 Millionsten Mal gehört. Und ja, wir wissen ja, dass wir... Ich erkläre mal kurz, ne, damit ihr jetzt wisst, was jetzt auf euch zukommt. Oder soll ich es euch lieber zeigen, weil Spoilern vorab ist ja auch doof. Aber ich werdet ja sowieso sehen. Ach, wisst ihr was? Komm, Freunde, ich zeige euch das. Das ist, glaube ich, am besten. Das spoiler ich euch nicht. Ja, na los. Da gehst du doch rein. Achso. Bin ich doof. Doof. So. Gehen wir erstmal hier rein. Und dann begrüßen wir uns an. Guten Tag. Ah!
So geil. Okay, jetzt gehen wir in den Wäschelift und dann holen wir uns, weil es wurde ja uns ja schon ein paar Mal gesagt. Müssen wir jetzt aber schnell sein. So, wir bespritzen jetzt hier den netten Herrn Mantel mit Ketchup. Da kommt der nächste Ausgang. Okay, eigentlich sollte jetzt was anderes passieren. Okay, und dann los geht's. Probieren wir das nochmal. Aber diesmal probieren Seltsam. Wir das. Wo ist denn Herr Mantel hin? Da kommt der nächste Ausgang. Ja, das hatte jetzt irgendwie nicht so... Warte mal, hier. Können wir den hier nehmen? Können wir den nehmen? Ja, genau. Das hatte doch den Effekt, den wir hatten. Und zwar, wir brauchen ja den anderen Kleiderbügel. Damit wir in den Raum reinkommen. Dafür braucht der Dingsmann hier. Ich habe den Namen vergessen. Leider. Noch einen, aber jetzt gehen wir erstmal da hoch. Wir gehen da hoch. Edna, höre auf mich. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal, jetzt gehen wir hier, eine wunderschöne Fahrt. Beam me up, Scotty. Achso, müssen wir den erst nehmen? Ja, gut, das dann. Sieht gefährlich aus. Egal. Egal, wird trotzdem gemacht. So, dann steigen wir jetzt gleich aus. Einen Moment. Da kommt der nächste Ausgang. Ja, genau, da kommt der nächste Ausgang. Das ist unser Stichwort. Und dann gehen wir zum Alumann. Genau, Alumann. Ich kam nicht auf den Namen. Zum Alumann. Und dann tauschen wir den Kleiderbügel. Beziehungsweise wir geben ihm jetzt einen anderen Kleiderbügel, damit er mit uns vielleicht Ich möchte eine Schocktherapie. Ja, sehr gut. Wir treffen uns dann beim Schocktherapiestuhl. Du findest dahin? Ich hoffe doch. Na, dann kann es ja losgehen. So, und jetzt können wir endlich Na, ihr wisst ja, nein, da können wir jetzt in den Schockraum, aber erstmal. Guten Tag. Ich liebe den Kerl so sehr, ey. Das ist super. Ach, den adoptiere ich. Also, ja. Den möchte ich auf alle Fälle adoptieren. Ach ja, das ist der Fahrstuhl Blues. Da kommt der nächste Ausgang. Fahrstuhl Blues, yeah, oh yeah. Okay, und los geht's. Los geht's, here we go. Irgendwie fehlt hier unser Herr Mantel ja doch, ne? Das muss man ja zugeben. Also, naja. Da kommt der nächste Ausgang. Genau. Und dann geht's hier abwärts. Abwärts. Und aufwärts. Hallo, hier aufwärts. So. Und dann machen wir nämlich einen kleinen Abstecher, by the way. Obwohl, nee, können wir dann machen. Wir gehen jetzt erstmal in den Schockraum. Weil wir dort Dinge machen können. Ich muss nur jetzt überlegen, wo der nochmal war. Wie gesagt, das ist wirklich jetzt ein paar Wochen her und mein altes Hirn, ihr wisst ja, wie es ist, habt ihr ja schon mitbekommen, manchmal wirklich sehr, sehr große Aussetzer und ja, wo war es denn? Ich kopiere, ne? Ja, da war er doch.